Weiß jemand, wo dieses Foto aufgenommen wurde? Danke an Gabi und Harald für diese Aufnahme. Sieht ja wunderschön aus. Wie sich das hier im Wasser spiegelt, sieht relativ leer aus. Es wird aber ziemlich viel Niederschlag in der nächsten Zeit geben. Das meiste erst einmal als Regen. Grüße Sie und grüße euch. Ich habe mich mal ganz in Weiß gekleidet. Weiß wird es in der nächsten Zeit in Sachen Schnee nicht geben. Die nächsten 7 bis 10 Tage mindestens nicht. Und T-Shirt, weil wir T-Shirt-Temperaturen bekommen werden. Aber die nächsten Tage werden erst einmal sehr unruhig. Wir blicken kurz zurück auf den gestrigen Tag mit einer Mitteltemperatur in Berlin-Brandenburg an einem Ort von minus 7,9 Grad, was hier nochmal richtig hochwinterlich kalt, zur gleichen Zeit im Breisgau 8,6 Grad plus. Und die Kälte im Nordosten wird jetzt auch zu Ende gehen. Und das Mittel mit 0,91 Grad deutschlandweit war so in etwa dessen, was das Dezembermittel ist, mit 0,8 Grad. Zumindest war es das früher so, heute ist es viel höher. Gehen wir mal auf die Niederschlagssummen ein bis Ende des Jahres, bis Freitag, da ist schon das Jahr vorbei. 5 bis 15 Liter in der Nordhälfte, in der Südhälfte, da hat sich das europäische EZMWF-Modell dem amerikanischen GFS-Modell angepasst, etwa 20 bis 50 Liter auf den Quadratmeter. Das amerikanische Modell bringt ebenfalls diese Niederschlagssummen nach dem 12er und nach dem 18er. Auch. Es wird also eine Regenkrake über den Süden Deutschlands und in die Alpen ziehen. Und wenn wir den Vorhersagezeitraum mal erweitern, bis zum 11. Januar, dann kommt mit dem 12er-Lauf das ungefähr runter. Im Norden Deutschlands 35 bis 140 Liter auf den Quadratmeter, im Süden 60 bis 160. Zieht man das ab, was noch im Dezember fällt, ist das bereits das Januar-Soll, das da fallen wird. Und der 12er-Lauf ist so Pi mal Daumen das, was gut im Mittel ist. Der 18er Lauf, der ist nochmal nach oben gegangen mit den Niederschlägen. Das ist der aktuelle Lauf, 45 bis 190 Liter im Norden, 55 bis 180 Liter im Süden. Die Natur, Freunde, kann diesen Regen und dann später auch wieder als Schnee sehr, sehr gut gebrauchen. Das sickert ja dann über die Monate alle ins Grundwasser. Da könnten wir uns dann einen weiteren Sahara-Sommer leisten. Gehen wir jetzt mal auf die Niederschläge ein. Der Starkregen, der am Mittwochnachmittag fällt, der liegt in der Schweiz bis nach Vorarlberg rein, ins Allgäu und ins südwestliche Oberbayern, zieht dann im Laufe des Abends weiter auf die Alpen-Nordseite und verschwindet in der Nacht in die Alpen. Ansonsten kommt immer mal wieder Regen runter. Der meiste Regen wird heute im Laufe des Nachmittags und des Abends fallen und auch bis morgen Vormittag. Aber das sind nicht diese wahnsinnigen Summen, da kommt unsere Natur schon mit zurecht. Und das, was im Nordosten fällt, ist ohnehin nicht allzu viel. Schauen wir kurz auf die Wetterlage. Wie sieht sie heute Nacht aus? Da haben wir, naja, noch so einen kühleren Klecks, sage ich mal, bevor der große Wärmeberg herangezogen kommt. Hier haben wir Deutschland, die Benelux-Länder, Schweiz, Österreich, Italien. Und die Temperaturen in 1500 Meter Höhe liegen in der kommenden Nacht noch um die 0 Grad. Und die plus 10 Grad kommt von Südwesten richtig angefaucht. Hoch droben im Norden, da wartet die Kaltluft, aber die kommt vorerst nicht. Und dann bildet sich so in der Silvesternacht eine Omega-Lage mit den Strukturen, das fette Hoch, flankiert von den Tiefs. Wir sind unter dem Wärmehoch, aber die ganz große Wärme in 1500 Meter Höhe ist noch nicht da. 15 Grad plus über Südwesteuropa in 1500 Meter Höhe. Das kommt nicht bis zum Boden runter, aber theoretisch haben wir solche Werte dann im Sommer mit über 30 Grad, wenn man da mehr als 15 Grad draufrechnen könnte. Im Norden kommt schon wieder die kältere Luft Richtung Süden und diese Luftmassengrenze liegt einfach weiter über Südskandinavien. Nur zu uns kommt sie noch nicht, die kalte Luft. Aber wir haben Reste der kalten Luft. Und so wird heute im äußersten Osten nochmal Eisregengefahr bestehen. Wenn der Regen auf und in den gefrorenen Boden bzw. in die Frostluft fällt, viel Regen wird aber nicht runterkommen. Ansonsten kommen schubweise Regengebiete herangezogen. Mal regnet es nur ein bisschen, dann schüttet es mal wieder über einige Stunden bis aus Eimern raus. Die Wolken lockern kurz auf. Es kann auch mal ein kurzes Gewitter dabei sein. Da ist ganz schön was los. Und in Sachen Wind haben wir auch ordentlich Action. Von Westen kommt ein Windfeld herangezogen mit Windspitzen von 50 bis über 80 Kilometer pro Stunde. Im Nordosten ist es nicht ganz so windig. Hier kommt der Wind noch aus Süd bis Südost, ansonsten zunehmend aus Südwest bis West. Hier ist noch die alte Kaltluft und da kommt die Warmluft herangezogen. In der Nacht verlagert sich dann das Windfeld in den Süden Deutschlands. Das wird hier eine sehr unruhige Nacht werden, da dieses Windfeld gegen die Alpen zieht. Der Leitplankeneffekt im weiteren Verlauf der Nacht zieht das dann nach Osten ab.
also hier kein Durchzug haben. Die Temperaturen liegen heute Nachmittag bei minus 1 Grad im äußersten Nordosten laut Modelloutput und 11 Grad sind es im Westen und Südwesten. Und an der Farbflächenverteilung erkennen wir noch die Reste der kalten Luft, aber die wird jetzt auch nach und nach verschwinden. Der morgige Mittwoch ist nass. Diese Regenkrake zieht in den Südwesten rein. Ein bisschen Sonne gibt es noch in Kärnten, der Steiermark und im Burgenland und im äußersten Norden Deutschlands. Im Nordosten nur ein bisschen Regen, im Südwesten eben mehr. Der Wind dreht überall auf westliche Richtungen und damit verschwindet auch nach und nach die Kaltluft aus dem Nordosten. Wobei wir hier immer noch Werte von nur wenig über 0 Grad haben. Die ist einfach hartnäckig, die kalte Luft. Und im Südwesten sind es bis zu 12 Grad. Wenn wir aber Richtung Frankreich gucken, da sehen wir noch wärmere Temperaturen, die regelrecht herangerollt kommen. Der Donnerstag, da will ich jetzt gar nicht so viele Symbole reinmachen, der ist überall gleich gekleistert. Wolken, wenig Sonne, teils Hochnebel und immer mal wieder ein bisschen Regen. Der große Regen ist vorbei, aber auch das mit der Sonne. Der Wind auch ziemlich einheitlich. Überall rattert der Wind aus West bis Südwest daher. Ein ungemütlicher Tag und es wird milder. 6 Grad sind es am Stettiner Haff, 13 Grad laut Modelloutput im Westen und man kann da einfach nochmal 2 bis 3 Grad draufrechnen der tatsächlichen Temperaturen. Es wird also extrem mild jetzt zum Jahreswechsel werden. Der Silvestertag ist im Süden deutlich freundlicher. Im Nordwesten kommt eine Front herangezogen. Hier wird es auch sehr windig, teils stürmisch. Und dadurch, dass wir Wind haben, gibt es Durchmischung. Und mit der Durchmischung werden 9 bis 18 Grad erreicht. Drum habe ich eben T-Shirt an. In der Silvesternacht 4 bis 12 Grad, in der Mitte und im Norden sind Wolken, im Osten dann auch Wind, im Süden sollte der Himmel sternenklar sein, aber Frost ist kaum ein Thema. Tagsüber beginnt das neue Jahr dann im Osten mit kompakten Wolken, im Südwesten mit Sonnenschein. Es ist und bleibt ungewöhnlich mild und der zweite Tag des Jahres 2022 am Sonntag bringt im Nordwesten eine neue Regenfront, im Südosten bleibt es sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 5 bis 12 Grad und haben mit Winter nichts zu tun. Der letzte Blick auf das Ensemble für die Mitte Deutschlands. Rote Linie, das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie, das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Grün eingekleistert ist der sogenannte Hauptlauf, mit dem wir gerade die Prognose bis hier gemacht haben. Der ist gut eingebettet, also passt das so Pi mal Daumen. Hinten raus eine starke Bündelung um das langjährige Mittel herum. Das heißt, diesen Wärmewahnsinn, den verlassen wir Ende des Jahres und gehen dann in den Durchschnitt. Es sind aber Läufe dabei, die suchen den Wärmewahnsinn wieder. Andere wollen in die Kälte reingehen. Das heißt, die Luftmassengrenze, die über Skandinavien liegt, wie wir es gestern Nachmittag besprochen haben, kommt wieder ein bisschen weiter nach Süden. Außerdem bleibt es nass. Und ein Wort noch zu den Niederschlagssummen, die ich bis zum 11. 12. Januar eben gezeigt hatte. Hier unten sind die ganzen Zacken des 18er Laufs. Und wenn wir uns die anderen Zacken anschauen, dann sind die auch vorhanden. Mit dem vielen Regen im Januar und auch Schnee, der da kommen soll, sieht es für die Landwirtschaft, für die Natur gut aus. Bis später.